Hallo Freunde! Ja, probieren wir's mal. Silvester steht vor der Tür. Ihr wisst Bescheid. Das grüne Deckchen ist schon ausgerollt. Wir müssen vorher die Waffen, für die man sich dann entscheidet, welche man zu Silvester nutzen möchte, sollte man vorher nochmal durchsehen, vielleicht ein bisschen abölen und fetten. Das habe ich jetzt gerade gemacht, plus ein paar kleinere Reparaturen, die ich näher zeigen möchte. Entschuldigt das Licht. Ihr kommt am besten mal ein bisschen näher zum Tisch und dann reden wir mal drüber. Viel Spaß bei diesem kleinen Video. So Freunde, das müsste jetzt besser funktionieren. Also ich denke mir mal, ich entscheide mich dieses Jahr einmal für den kleinen Derringer. Ja, da brauche ich bloß eine Sorte Munition bevorraten. Ihr wisst ja, die Armut lässt grüßen. Die ist sehr zuverlässig, mit dem macht es eine Menge Gaudi. Und ja, der lädt sich besonders schnell nach durch den Kipplauf. So. Ihr wisst ja, ich doch alles schon mal gereviewt. Das ist wirklich auch mit Handschuhen super einfach zu handhaben. Und natürlich soll man vorher entladen, bevor man damit herumfummelt, das ist klar. Jetzt wird er noch mal kurz ein bisschen geölt und vielleicht ein bisschen gefettet, aber obwohl der hat noch kaum Gebrauchsspuren. Und dieser funktioniert wirklich äußerst zuverlässig. Ja, und deswegen hat man damit eine Menge Gaudi. Man muss nicht mit den Oldtimern in 8 mm herumhantieren. Und ihr wisst ja, dass da die Munition etwas teurer ist. Und da sind wir schon beim Thema 9 mm. Ich habe ja noch 2 Revolver, wo ich dazu sagen muss, den ich jetzt gerade am Wickel habe. Hier ist noch der andere Abschussbecher. Nein, das ist gar nicht der für die Waffe. Oh, da muss ich dann auch mal am Fundus suchen gehen. Ach, das ist der für die 6 mm, für den kleinen Revolver. Ja, genau. Und zwar hier. Reden wir mal erstmal über den, weil wie gesagt, der hier macht keine Probleme. So. Ihr wisst ja, die kleinen Rostnarben sind nur deswegen hier drauf, weil die Ex-Frau den falsch gelagert hat. In ihrem Wohlwollen mir gegenüber. Zum Thema. Mit dem kann man heutzutage keine Pyrotechnik mehr abfeuern, weil mir nicht bekannt ist, wo ich noch 9 mm Signalsterne herbekommen könnte. Da gab es früher mal einen Bekannten, ich glaube von Röhm, auch so einen Derringer, den hatte ich mal, der wurde mir geklaut. In Schwarz, da war ein Lauf mit 15 mm und einer in 9 mm. Oh, irre ich mich jetzt? Oder waren beide in 9 mm? Berichtigt mich, wenn ihr euch auskennt. Ich habe wieder mal nicht vorher gegoogelt, um hier schlau zu tun. Das könnt ihr alle gerne selber machen, weil das findet man alles im Netz, wem es interessiert. Aber ich glaube, den gibt es auch nicht mehr. Und der war ja nur in Zinkdruckus. Also nichts Besonderes von den Maßen, genau wie der. Den hatte ich in Schwarz. Und wie gesagt, mit 9 mm Signalstern. Diese passten dann auch einfach hier vorne in den Lauf und man konnte sie dann wegfeuern. Dadurch, dass hier diese Laufbohrungen stark verschränkt sind, flogen die aber auch nicht besonders hoch. Aber das ist ja auch egal. Das sind ja sowieso bloß so eine kleinen Blinkersternchen. Naja. So, mitzuführen ist natürlich bei diesem Revolver, da der originale Patronenausstoßer hier nicht nachgebildet wurde, der bei diesen Conversions, sagt man wohl, Revolvern eigentlich mit bei sein müsste. Deswegen von mir selbst gebastelt. Der steckt dann in der Tasche, das hängt an der Gürtelschlaufe und dann hast du immer den Ausstoßer dabei. Weil gerade dieser hier hatte Probleme gemacht. Ich weiß nicht warum. Naja, die Laufbohrungen waren vielleicht stark verschmutzt und Belag drauf, ich weiß es nicht. Jedenfalls fluppten eigentlich alle leeren Kartuschen wieder heraus, außer 2. Was habe ich gemacht? Ich habe hier einfach mal, weil mich es jetzt gepackt hat, das zu beheben, egal wie, habe ich einfach meinen Billigdremel genommen,
Das ist hier wohl der kleinste mit Sandpapieraufsatz, den es gibt. Ja, die anderen sind größer. Und der passt eigentlich mehr oder weniger genau in die Laufbohrung. Und damit habe ich das Ding auspoliert. Ja, und jetzt wollte ich es gerade einsetzen und da wollte ich noch mal was dazu sagen. Die Trommelachse ist unbedingt zu fetten. Nicht unbedingt zu ölen, weil das hält nicht lange vor. Fett ist besser. Ich habe jetzt in meiner Not, weil nichts anderes da war, das benutzt. Das ist hier Vaseline Waffenfett. Scheibe, Schutzmarke sowieso. Seht ihr das? Ja, gut, okay. Dieses habe ich benutzt. Nicht wundern, da sind noch Schusspflaster drin. Die benutzt man für Vorderladerschießen. Und aus Experimentiergründen wollte ich genauso wie Daniel Boone oder wer auch immer mit gefetteten Schusspflastern schießen. Fett war gerade nicht zur Hand. In den berühmten Büchern von Fenimore Cooper, Lederstrumpf, sagt euch doch was, die habe ich teilweise da, besonders die Lederstrumpf-Erzählung haben wir immer sehr viel Spaß gemacht. Der schießt mit Hirschleder-Schusspflastern. Aber ich glaube, das haben die auch nur genommen, weil damals in der Wildnis Stoff kaum zu bekommen war und demzufolge auch teuer war, musste bezahlt werden. Währenddessen bei einem Jäger Leder wahrscheinlich anfiel und beim Hirschleder das wohl besonders dünn ist. Und das wurde halt mit Talg gefettet. Naja, Talg hatte ich gerade nicht zur Hand. Könnte man vielleicht probieren, ob sich eine Salami auch nutzen lässt. Da ist auch Talg dran in dem Sinne. Deswegen liegt das hier drin. Das ist einfach bloß da drin gelagert. Aber hier sind noch die Reste von dem. Na, Vaseline, Fett zu sehen. Das habe ich gerade benutzt. Ich habe jetzt hier kräftig was reingeschmatzelt hier in diese Laufbohrung, Quatsch, Laufbohrung, in diese Trommelbohrung, weil die war jetzt doch nach einem Jahr relativ fest und musste wieder gängig gemacht werden. Ihr wisst ja, Waffenpflege mache ich genauso häufig wie damals die Cowboys im Dreck und Staub auf dem Feld. Nämlich selten. Ja. Und andauernd die Waffe zu zerlegen, halte ich auch nicht viel von. Besonders bei den Zink-Druckgussteilen schlabbert alles mächtig aus. Dann lieber an die Ritzen was hereinsprühen. Aber wie gesagt, dieses Sprühöl von Ballistol verläuft sich auch und in alle möglichen Ecken und naja, schmiert überall da. Aber auch nicht an den wichtigsten Teilen. Vielleicht ist ein bisschen Fetten besser. Weil das bleibt länger drauf liegen, in meinen Gedanken jetzt jedenfalls. Berichtigt mich, wenn ich wieder mal falsch liege. So, ich habe jetzt einfach bloß meine Fingerchen benutzt. Das ist vielleicht auch nicht so schön, wem das unangenehm ist. Man kann auch so ein bisschen hier, das benutze ich jetzt zum Reinigen. Wie gesagt, ich habe vorher die Bohrung dort etwas gereinigt und dann damit vielleicht etwas reinschaufeln, um sich die Pfoten nicht noch mehr dreckig zu machen. Und schön ein bisschen drin auswischen. Aber dann auch wieder aufpassen, dass man es auch nicht wieder rauswischt. Naja, ihr wisst ja. So, schön eingefüllt. So. Noch was in die Bohrung eingefüllt von vorn. Das verteilt sich dann beim Reinstecken der Achse. Zack. So. Und dann kann man das Dingens wieder einsetzen. Ich habe übrigens hier hinten den Zahnkranz auch reichlich abgefettet diesmal, weil ich mir Gedanken drum gemacht habe, ob der Transporter, den man immer mit dem Hahn betätigt, nicht langsam den Stahl ausschlabbert. So, ich glaube, ich habe mich jetzt richtig ausgedrückt. Naja, dann setzt man das Dingens ein. Ich vergesse grundsätzlich von welcher Seite, ist aber auch nicht so schlimm. Dann probiert man eben von der anderen. Das Dingens wird einfach locker easy hier fluffig eingesetzt, da ist nichts bei. Wenn man dabei den Hahn etwas betätigt, geht es einfacher. Und dann wird die Trommelachse jetzt hineingeschoben. Das Fett verteilt sich. Den Rest schiebt man einfach nach hinten. vor den Hahn, sage ich jetzt mal, die Bohrung geht komplett durch.
weiß nicht, ob ihr das seht. So, oh nee, ihr seht das nicht. Aber vertraut euch, dieser helle Fleck hier hinten, das ist das Fett. Okay, der Rest verteilt sich in der Waffe und richtet dort keinen Schaden an. So, genau. Wunderbar. Wie gesagt, ich habe diese Trommelbohrung jetzt mal mit Gewalt etwas nachgearbeitet. Und wir können mal ein paar Patronen einfüllen. So, die habe ich hier gekauft. Was mich jetzt gewundert hat, Firma Ruag Ammotec oder Ruag, Ruag, naja, ist so ein komischer Name, ist eine Abkürzung. NC-Pulver ist eingefüllt. Ich benutze eigentlich lieber Schwarzpulver. Macht mehr Dreck, aber qualmt auch mehr. Das ist schöner. Gab's nicht. Führen die gar nicht. Okay. So, wir probieren aus. Ja, genau. Ruag steht vorne drauf. Auf den Kartuschen steht Gecko oben. Wahrscheinlich haben sich wieder mal alle gegenseitig aufgekauft. Ist ja heutzutage normal. So. Und wir machen gleich mal einen Vorführtest. Die Kartuschen lassen sich jetzt äußerst leicht einfüllen. So. Und dann, ihr seht's, so leicht gingen die noch nie raus. So leicht gingen die noch nie raus. Habt ihr überhaupt was gesehen? Wir machen das nochmal. Das macht doch schon wieder Spaß. Kleinen Moment. So. No. So. Ja, ihr seht's. Oder ihr seht's auch nicht. Aber so halte ich ihn schon mal richtig. Zack. Ganz locker, fluffig passen die jetzt rein. Wahrscheinlich habe ich auch bloß ein bisschen die Brünierung abgeschliffen. Aber ich denke mir mal schon, dass da eine gewaltige Dreckschicht drauf war. Weil wo der ganz neu war, ging es auch locker, easy, fluffig. So. Zack. Und dann kann man den nach dem Abfeuern halten. Zack. 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 Und dann kommen sie raus. Wird so einfach nicht gehen, vermute ich jetzt, weil die ja auch noch ein bisschen aufpilzen. Aber da ja bei Schreckschuss kein Projektil abgefeuert wird, was sich da durchquetscht in dem Sinne, hält sich das Verklemmen in der Trommelbohrung eigentlich im Grenzen. So, das wollte ich bloß mal ganz kurz zeigen. Das ist so bei mir die schnelle Pflege kurz vor dem Benutzen, sage ich jetzt mal. Dieser Revolver macht eigentlich sehr viel Spaß, obwohl er auch nicht mehr dazu geeignet ist, Pyrotechnik abzufeuern. Das war aber im Großen und Ganzen, denke ich mir mal, auch nicht besonders vorgesehen. Das ist mehr so ein Teil, vielleicht für Reenactment. Ja. Das könnte noch so sein. Dann braucht man ja in dem Sinne auch nicht unbedingt Pyrotechnik. Hier vorne ist kein Gewinde drin vorgesehen. Ich denke mir mal auch, dass der lange Lauf dem nicht förderlich gewesen wäre, um jetzt 15 mm Signalsterne abzufeuern. Und das mit den 9 mm war jetzt auch bloß ein kleiner Notbehelf von mir, weil ich da gelesen hatte, dass die einfach in den Lauf eingeführt wurden, auch im Scharfwaffenbereich wahrscheinlich sehr viel früher, wo man dann mit Platzpatronen wahrscheinlich die Dinge einfach bloß abgefeuert hat. So, das habe ich irgendwo mal gelesen, ich weiß gar nicht mehr wo. Und dann kam ich auf den Tipp, dies auszuprobieren. Wie gesagt, bei dem alten Derringer war dafür eine Bohrung vorgesehen, hat aber hier damals auch funktioniert. Ja, das war es eigentlich schon. Irgendwann in weiter Ferne werde ich den Lauf mal richtig neu putzen. Aber wie gesagt, damals bei den Cowboys sahen die Dinger auch nicht besonders gut aus. Die haben halt auch arg stark gelitten, je nach Witterungseinflüssen. Und besonders, wenn man gerne mit Schwarzpulver schießt, das ist sehr aggressiv den Metallteilen gegenüber. Ja, das dazu.
Und ich denke mir mal, die paar Signalsterne, die ich mir gekauft habe, benutze ich dann damit. Und das macht sehr viel Spaß. Ich glaube, na, wie soll ich sagen? Das Hantieren mit dem Ganzen in aller Ruhe macht sehr viel Spaß. Und man muss nicht mehr 1000 Raketen hochschießen. Wobei ja das sowieso nicht mehr so gerne gesehen wird heutzutage. Nochmal zur Info an alle Nicht-Eingeweihten. Seltsamerweise ist Pyrotechnik für Schreckschusspistolen das ganze Jahr frei verkäuflich, nicht bloß zu Silvester. Und auch nicht von dem Verbot betroffen, irgendeiner Art und Weise. Ja, und in dem Laden, wo ich gewesen bin, das ist hier Cottbus-Kollwitz, ist ein Riesenplakat an der Tür, wo dann draufsteht hier von Umarex, jetzt erst recht. Und da böllert einer mit einer gigantischen Stichflamme aus seiner Feuerwaffe, da wird Werbung gemacht für irgendeine Walter, glaube ich. Aber jedenfalls für Pyrotechnik hier erhältlich, bla bla bla, ein schönes, effektvolles Plakat. Ich wollte eins haben, sind alle weg. Das hängt man sich doch gerne in die Garage. Schade, vielleicht müsste ich nochmal nach Silvester nachfragen. Das hat mir schon ein Lächeln ins Gesicht gezaubert, bevor ich überhaupt in den Laden rein bin. Und schnell eingekauft und naja, ein bisschen Spaß muss sein. Die Verpackung, die ich mir da geholt habe. Naja, da sind 20 Raketen drin und noch ein paar Restbestände vom Vorjahr. Das sollte eigentlich reichen für eine kleine Privatparty auf meinem Grundstück. Ich werde mir ein Lagerfeuer entzünden, einen Glühweintopf ansetzen. Da setze ich mich in aller Ruhe davor und begehe ganz gemütlich Silvester. Ja, in aller Ruhe, ohne Stress, aber mit Böllerei. Jo. Und da werde ich ein bisschen Spaß haben und vor mich hin böllern. Genau. Das war es erstmal zu diesem Jahr. Ihr wisst ja, hier diese Waffenvideos in dem Sinne sind nicht mehr gerne gesehen bei YouTube. Und ach so, ich möchte nochmal verdeutlichen, dass ich nicht rechtsradikal bin. Und auch bei mir wurde schon ein Video gestreikt. Nur weil ich ein paar blöde, dumme Witze gerissen habe, das ist in diesem Land inzwischen nun auch verboten. Und um es nochmal richtig zu stellen, rufe ich natürlich nicht zu irgendwelchen Gewalttaten auf, obwohl mir immer noch schleierhaft ist, wo ich das getan habe. Vielleicht habe ich mal etwas gelästert, aber ich rufe natürlich nicht zur Gewalt auf, sondern nur zur fröhlichen Silvesterböllerei. Und in meinen anderen Videos zum lustigen Messersammeln, was von überall her inzwischen schon auch angefeindet wurde. Aber das ist mir noch wurscht, solange wie das noch erlaubt ist in Deutschland. Tschüss, Freunde. Und viel Spaß, Silvester.